Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Mega Man Zero. Mein C-Selb ist auf Stufe 4, ich habe noch ein paar Monster getötet, beziehungsweise ein paar Raploids. Und jetzt geht's in diese Müllpresse, um unsere Freunde zu retten. In Anführungszeichen natürlich. Ich bin Aztec Falcon. Einer von Hapuyas Wächtern. Hab mich geschickt, um hier aufzuräumen. Okay, das war falsch übersetzt, aber hey. Hey, Hilfe, hilf uns. Hapuya, der Wächter, hat mich geschickt, um hier aufzuräumen. Rum. Du musst auch zu diesem Müll gehören. Haha, genau zur rechten Zeit. Ich werde euch alle zusammen beseitigen. Also ist so fies, wenn er die Welle macht, dann muss ich von der Wand runter, weil die Blitze unten am Boden lang kriechen und dann zur Wand hochgehen. Das ist gemein. Aber ich mach mal nicht. Da muss ich zwangsweise runter. Kann ich meine reinbrezeln auch. So, ihr seht... Ah, jetzt habe ich auf die Uhr oben geguckt. Ich wollte sagen, ihr seht, der Kampf geht auf Zeit. Fuck. Ja. Da habe ich am Anfang schon zu viel Schaden kassiert. Das wurde nichts mehr. Schade eigentlich. Tja, jetzt erstmal wieder hier durch. So, den Text kennen wir, ist immer wieder dasselbe. Ich bin Aztec Falcon. Hapu, der Wächter hat mich geschickt, um mir aufzuräumen. Bla bla bla. Kennen wir, haben wir schon verstanden. So, wir haben ein bisschen über eine Minute Zeit, bevor die Presse unten die unschuldigen Raplets zerquetscht. Von dem her ist das schon ein spannender Auftakt, wenn man bedenkt, hey, das ist der erste Boss, ja? Gerade mal 20 Minuten im Spiel und schon ein Bosskampf, wo es auf Zeit geht. Ja, nicht schlecht, oder? Na komm, du mit deiner ewigen Schießerei. Ja, das Spiel ist am Anfang noch ziemlich schwer, wenn man keine Upgrades hat, also nicht die richtigen Cyberelfen. Für mehr Lebensenergie und für Schadensreduktion und sowas, da hat man dann schon ziemlich viel zu kauen. Ah, jetzt hätte ich beinahe einen No-Damage-Rank geschafft, aber ey. Egal, er braucht nur noch einen Hit und dann war's das. Zack! In der Mitte auseinandergeschlagen. Leider explodiert er offscreen, das ist ein bisschen schade. Ein bisschen. Aha, vielen Dank. Ich hätte niemals gedacht, dass jemand kommt, um uns zu retten. Vielen Dank. Ich danke dir. Ich bin immer noch in Schock. Ich werde zur Basis zurückkehren, wenn ich wieder laufen kann. Du kannst nun zurückgehen. Ich bin okay. Wie sie alle zittern. Vielen Dank für deine Kooperation, Zero. Das ist der Blitzchip, nehme ich an. Du musst den nehmen, bevor du zurück zur Basis kommst. Joinks! Du bekommst den Blitzchip. Ja, manche Gegner oder Bosse sind anfällig gegen bestimmte Elementare. Jetzt haben wir eben das Blitzelement bekommen. Und ich würde mal sagen, wir gehen in den Trendserver und gucken erstmal unsere Elfen an. Ah, guck mal, was ich alles habe. Mippi! Mit der könnte ich meine Vitalität steigern, allerdings ist sie noch nicht ausgewachsen. Sie kann mir ein bisschen Lebensenergie geben, dann nehme ich das, was ich habe. Was habe ich hier? Er kann meine Kletterkunst verbessern und er rettet mich vor einem Loch. Also alle, die wo so rot durchgestrichen sind mit dem X, die muss ich erst groß ziehen. Ihr seht, 750 Kristalle will die von mir. Erst dann kann ich die einsetzen. 750 ist schon viel. Es gibt auch manche, die brauchen 1000 oder noch mehr. Und nachdem ich ein paar Mal gestorben bin, nur Level C Zerstörer bekommen. Ist ein bisschen wenig. Ein bisschen schlecht eigentlich. Zero, vielen Dank. Ich hätte niemals gedacht, dass ich den Tag erleben würde, wenn diese Müllpresse endlich zerstört wird. Unschuldige Raploids werden von nun an sicher sein. Vielen Dank. Ich danke dir von ganzem Herzen, Zero. Du bist Zero, der legendäre Raploid. Diesen Satz, du bist Zero, der legendäre Raploid, den wird sie so oft sagen, bis er jetzt den Ohren raushängt. Wenn du Zeit hast, würde ich dich gern nochmal um einen Gefallen bitten. Aber nur, wenn es dich nicht stört, natürlich.
Bitte komm zurück und rede mit mir. Ich werde hier auf dich warten. Ach so, nebenbei, wenn du in den Maschinenraum gehst, findest du unseren Engineer Servo. Er hat mir gebeten, dir das zu geben. Es ist eine sogenannte Escape Unit. Wenn du ihn während einer Mission benutzt, bist du dazu fähig, diese Mission abzubrechen und zur Basis zurückzukehren. Aber vergiss nicht, die Mission gilt dann gescheitert, wenn du diesen Chip benutzt. Du bekommst den Escape Chip, die Escape Unit, yay! Zero, danke, dass du mich gerettet hast. Ja, Leute, die wir retten, tauchen hier in der Basis auf. Dann würde ich mal sagen, wir gucken uns hier ein bisschen um. Moment, kann ich noch eins rauf? Bin mir nicht sicher, wenn ich zu weit drauf fahre, bin ich wieder an der Oberfläche. Ja, bin ich an der Oberfläche. Komm doch mit der Außenwelt gar nicht klar. So, gucken wir uns doch mal ein bisschen um. Es gibt zahlreiche Bereiche, wo wir hin können. Hey, euch zwei kenne ich da. Vielen Dank, Sir. Sie haben mir gesagt, du hast das Leben von meines Freundes und von mir gerettet. Vielen Dank. Kann ich mit ihm aufreden? Nee. Die gelten als eine Einheit anscheinend. Hier kann ich auch nicht reden. Was sind das? Sieht ein bisschen komisch aus. Erinnert mich so ein bisschen an Gutsman. Hey! Schön, dich kennenzulernen. Du hast Ciel gerettet, nicht wahr? Mein Name ist Alouette. Ciel hat mir diesen Namen gegeben. Schön. Sierra, ich möchte gerne eine Wissenschaftlerin wie Ciel werden, wenn ich groß bin. Ups, das hätte ich beinahe vergessen. Ich habe gehört, dass die Cyber-Elfe, die in Ciels Rum verschwunden ist. Sie sagen, es war eine Baby-Elfe. Deswegen wundere ich mich, ob es den Weg nach Hause vergessen hat oder ob irgendetwas anderes passiert ist. Ich denke mal, sie meint die Elfe, die gestorben ist, um mich wiederzubeleben. Ja, mit manchen Leuten muss man öfters reden, um an bestimmte Hinweise zu bekommen oder sowas. Oder von manchen bekommt man dann auch ein Item, wenn man so und so oft mit ihnen redet. Geht's auch wieder an die Oberfläche. Tja, Energie! Aha! Jetzt noch ein paar Kristalle abzustauben. Ja, ab und zu tauchen mal Items auf. Oder wenn man bestimmte Missions dann gemacht hat, neue Personen, mit denen man reden kann, die dann wieder ein paar Sachen für einen haben und so weiter und so fort. Also es lohnt sich hier mal ein bisschen rumzugucken. Hoppala, hier waren wir schon. Data Room ist immer da, wo CL steht, wo die Missionen weitergehen. Trend Server kennen wir schon. Bist du der Rapper, den man Zero nennt, Sir? Danke, dass du Dr. Ciel gerettet hast. Also nebenbei. Weißt du, wie man einen Trans-Server benutzt? Ja, weiß ich. Wenn du irgendetwas wissen willst, frag mich einfach. Ja, weiß ich doch, wie das geht. Bin doch nicht doof. Bin vielleicht alt, aber nicht doof. Bin doch nicht doof! Du bist neu hier, oder? Are you kicking butt? Hör zu. Bist du daran interessiert, was ich zu sagen habe? Ja, bin ich. Du hast Interesse an meinen Geschichten. Ah, vielen, vielen Dank dafür. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich war mal ein ziemlicher Prachtkerl. Ich war sehr beliebt mit den Frauen. Es war die Nacht mit dem Vollmond, als es passierte. Ich trug Container in eine Lagerhalle, Nähe des Hafens. Als ich eine wunderschöne Melodie durch den Nachthimmel hörte. Als ich aufblickte, sah ich eine wunderschöne Frau. Mit langen Haaren, die vor mir sang.
Es hat mich fasziniert, dass mich ihr Gesang tief bewegte. Wenn man bedenkt, dass mein Körper und mein Geist aus Maschinen bestehen. Nachdem wir einige Zeit miteinander verbracht haben, haben wir uns ineinander verliebt. Und haben begonnen, miteinander zu leben. Bist du schon gelangweilt? Nee, mach natürlich weiter, ist interessant. Roboter-Porn-Action, hä? Oh, du willst noch mehr hören. Dann mach ich mal weiter. Als die Zeit verging und wir Eltern älter wurden und ich immer noch gleich blieb, quasi hat sich in eine normale Frau verliebt. Sie wurde immer älter und er blieb halt immer gleich. Das ist das Problem von seiner Bredouille jetzt. Deswegen hatte sie Elle gefragt, ob er seinen Körper nicht modifizieren könnte. Und so hatte sie von dem jungen Mann, also von einem jungen Rapplet, einen alten Rapplet umbauen lassen, damit sie wieder zusammen sein können. Sie ist schon sehr, sehr lange gestorben, aber die Erinnerung an sie werde ich nie vergessen. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Bla 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 bla. Das habe ich nur gemacht, damit ich an eine Cyberelfe komme, ja? Das ist nicht romantisch. Roboter und Menschen verlieben sich ineinander. Ja, wenn man drauf steht, ich meine, warum nicht? So, gucken wir hier mal, ob es noch was gibt. Nope, überhaupt nichts. So, haben wir hier auch nichts. Auf die Idee muss man erstmal kommen, ja? Dass man dann zum Doktor sagt, ja, ich bin zwar ein Roboter, aber ich will gern älter aussehen, damit ich mit der anderen zusammen sein kann. Tja. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du der bist. Wo sie gesagt hat, dass du es bist. Warte. Ich habe dich schon wieder überstürzt. Mein Name ist Servo. Wie du sehen kannst, bin ich ein Rapplet-Ingenieur. Zell und ich bin researching, conducting experiments on entities, cause of... Ja, Jens und L haben eben an Cyberelfen geforscht. Und er ist halt überglücklich, dass er jetzt diesen kleinen Bunker bekommen hat. Dieses kleine Lagerhaus und da hat er sein Labor eingerichtet. Ah, wer bist du? Ah, bin interessiert. Kannst du mir einen Gefallen tun? Bin so hungrig, um mich zu bewegen. Hast du ein paar Energiekristalle für mich? 250 Kristalle sollten es schon sein. Willst du mir sie geben? Natürlich. Ah, oh, vielen Dank. Aber ich habe leider nichts, was ich dir dafür geben könnte. Tut mir leid. So, wir sind jetzt 250 Kristalle leichter. Jetzt habe ich noch 78, aber es lohnt sich teilweise, denn dieser Fettarsch, dieses fette Rapblade, bewacht nämlich das hier. Tada, eine weitere Cyberelfe. Und Cyberelfen sind wunderbar und sexy. Steht immer noch hier. Ich hab leider immer noch nichts, was ich dir geben kann. Aber siehst du, ich bin wieder in super toller Verfassung. Naja, frisst meine Kristallchips, weißt schon, und dann. So, zurück zum Data Room. Es ist Zeit für eine nächste Mission, CL. Wir speichern aber erst, bevor wir eine neue Mission anfangen. Zack. Überschreiben. So, Mission auswählen. Wir können immer zwischen drei wählen. Wir können den Zug zerstören, einen Shuttle finden oder Daten zurückbringen. Wir zerstören natürlich erst den Zug, weil das ist die einfache Mission. Ja, wir müssen einen gegnerischen Frachttransporter, also einen Frachtzug zerstören,
Und er befindet sich eben an diesem Bahnhof. Ja, der Zug ist hier irgendwo in dieser Untergrundpassage. Der Zug ist gerade angekommen, es ist Zeit anzugreifen. Yeah. Und noch ein paar Kristalle. So, links gibt's nichts, da war ich schon mal, da habe ich schon mal geguckt. Und mit dem Drehsprung macht man sicher das alles viel, viel einfacher, weil man eben Feinde, die sich in der Luft befinden, viel, viel besser angreifen kann. Schup, 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 so an der Kiste. Spawnen immer so schnell wieder nach. Kristalle. Au. Die sind ein bisschen blöd zu treffen. Wenn ich das jetzt mal verschärgen werde. Stromkabel. Nein! Oh. Scheiß Deckenpanzer, aua. Will er mich direkt aus der Luft hauen? Ja. Das ist das Problem, was ich mit dem Spiel habe. Man sieht die Sachen, die von links und rechts kommen, so dermaßen spät, dass du eigentlich immer fast eine kassierst. Komm ich da nicht hoch? Liegt vielleicht daran, dass es ein GBA-Titel war. Aber hey, das ist keine Entschuldigung für sowas, ne? Wissen wir. Keine Entschuldigung. So, einmal durch die Tür. Nur um festzustellen, dass hier überhaupt nichts drin ist. Aber hinter der Tür ist was. Ist ja nicht schön. So ein kleiner Art Zwischenboss. Ein ziemlich nerviger, aber kein schwieriger. Einfach am Kopf schlagen, was nach hinten knickt und dann unten im Bauch. Und wir bekommen wieder eine Cyber-Elfe. Cyber-Elfen sind super. Ich muss nochmal gucken, dass ich irgendwie 1000 Kristalle zusammenbekomme, damit ich die Cyber-Elfe für mehr Lebensenergie füttern kann. Ja, der Sinn dieser Mission ist, eine Cyber-Elfe zu retten, die sich in diesem Zug befindet. Die wurde von unserer Basis gestohlen. Und so wie es aussieht, hat der Zug gerade den Bahnhof verlassen. Wir haben 3 Minuten Zeit, diese Cyber-Elfe zu retten. Und wir haben neue Gegner. Normalen Reploids nur jetzt eben mit Nahkampffähigkeiten, so wie es aussieht. Riesige Power Fist. Lebensenergie. Die Feinde finde ich auch ganz lustig hier, diese komischen lila Mülleimer. Oh, zwei Wölfe. Jawoll. Ich muss schon sagen, der Drehschlag macht das alles viel, viel angenehmer. Und nochmal eine Cyber-Elfe. Jawohl, ja, jetzt aber. So, und schon sind wir beim Boss. Und ich weiß noch, dass der Boss empfindlich gegen Blitz war. Hoffe ich zumindest. Das ist der Boss. Das ist auch gleichzeitig der Maschinenraum. Ich sollte vorsichtig sein. Boss ist aber kein Problem. Ihr müsst nur aufpassen. Eine Flamme, zwei Flammen. Und bei der dritten Flamme nach ganz hinten gehen, denn die ist ein bisschen länger. So, das Ding natürlich hat natürlich auch Abwehrmaßnahmen. Ihr seht an der Decke Stachel. Wir sind natürlich instant tot, wie üblich in jedem Mega Man. Und der Boss hat 3 Energieballen. Bin ich nicht mehr rechtzeitig weggekommen. Natürlich läuft die Zeit wieder weiter, ne? Kennt man ja. Ähnlich wie beim ersten Bosskampf, auch der zweite läuft auf Zeit. Das heißt jetzt aber nicht, dass jeder Bosskampf auf Zeit läuft, das ist nur mit den zwei jetzt so. Weil wir uns eben beeilen müssen. Ich meine, man weiß ja nie, wann der Zug wieder stehen bleibt, ne? Das ist immer eine ziemlich knappe Kiste hier. Gerade sagen, jetzt kommen wieder die Flämmchen. 2 Schläge brauche ich noch, dann ist der Boss auch tot. So, ein noch. Mach deine Flamme und BAM! So ist es gut. So gehört sich das. Und wir haben die Cyber-Elfe gerettet.
Vielen Dank, Zero. Die Mission war ein voller Erfolg. Dank dir. Vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Zack, und eine Cyber-Elfe abgestaubt. Nur Rang C. Dank dir wurde die gestohlene Cyber-Elfe erfolgreich zurückgebracht. Und der gegnerische Truppennachschub wurde abgeschnitten. Vielen Dank, Zero. Alles verdanken wir nur dir. Die Cyber-Elfe, die du gerettet hast, ist immer noch ein Kind. Aber sie ist eine, ja, wundersame Cyber-Elfe. Und wird später viele nützliche Fähigkeiten erlernen, wenn sie groß wird. Oh, erzieh sie mit Liebe und Fürsorge. Ja, werden wir machen. Erstmal muss ich gucken, was für eine Cyber-Elfe das überhaupt ist. Tja. Die ist gut. Ich will niemals eine Elfe lieben. Niemals. So, ich habe so viel Zeug bekommen jetzt in dieser Mission. Oh, falscher Knopf. Der falsche Knopf. Was haben wir denn? Mippy ist für mehr Vitalität. Biref. Gives me Energy for Vitality. Ja, das ist so eine Art Energietank. Sie könnte mich heilen. Sie habe ich drin. Was haben wir hier noch? Mit mir wirst du niemals fallen. Das ist Buffer. Bisus. Er gibt mir Cover Fire. Totten reduziert meinen erlittenen Schaden. Hoffmago reduziert die Energie eines Bosses. Glocker kann die Zeit verlangsamen. Und er ist für, um Gegner zu stunnen. Gut. Das Problem ist allerdings, ich habe nicht genug Kristalle, um alle durchzufittern. Ja? Bin ein ganz armer Hund. 750! Leck mich, Mippi! Wo soll ich 750 Kristalle herbekommen, hä? Soll ich meinen Arsch wegfarmen oder was? Kannst du eh nicht sein. Habe ich schon 250 an anderen Penner da unten vergeudet. Für eine weitere Cyber-Elfe, die ich nicht nutzen kann. Oder zumindest noch nicht nutzen kann. Tja. Hallöchen CL, ich möchte gerne speichern. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Mega Man Zero. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ich bin euer Zarko und ich sage immer stay tuned and so long.